Schüttingpreis 2016. Sonderpreis. Startex Produktions- und Vertriebs GmbH. Die Firma Startex beschäftigt sich mit der Metallisierung von Polyamid. Wir arbeiten nach einem Verfahren, das wir selber entwickelt haben vor ca. 40 Jahren. Und wir arbeiten also mit Polyamid als Trägermaterial und zwar in jeglicher Form. Das kann sowohl in Form von Fasern sein, in Form von Garnen sein. Wir versilbern Gewebe, Gewirke, Fliese und auch elektronische Kleinteile. Unsere Firma wurde 1978 von meinem Vater gegründet. Nach 3 Monaten bin ich schon dazugekommen und wir haben hier praktisch 35 Jahre lang Seite an Seite Entwicklungen betrieben und die Firma aufgebaut von 0 auf derzeit 40 Mitarbeiter. Angefangen haben wir mit dem Thema Antistatik für Teppichböden, was in den 80er Jahren ein großes Thema war für alle Sparkassen und Banken, die Teppichböden hatten und die antistatisch machen mussten. Da haben wir unsere versilberten Garne und Fasern damals schon als eine permanente Lösung für die Teppichböden erfolgreich geliefert. Als nächstes Thema kam Dichtungen für Computer, die gefragt waren. Die haben sich damals auch gerade erst so richtig den Markt erobert und die waren sogar noch ziemlich dick und groß. Das kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen in Computern. Aber wir haben damals indirekt, also IBM, Apple und Dell, damit beliefert mit Millionen von Metern, die zu Dichtungen verarbeitet wurden. Unsere letzte Entwicklung, für die wir jetzt auch ausgezeichnet worden sind, ist die Entwicklung von einer flexiblen Leiterbahn. Das heißt, die elektrischen Leitungen werden auf einem Gewebe aufgebracht, das wir vorher dreifach metallisiert haben. Und es wird dann so rausgeätzt, dass wirklich nur diese Leiterbahnen stehen bleiben. Wir haben diesen Artikel jetzt an einen sehr großen amerikanischen Konzern verkaufen können, der Smartphones und Tablets herstellt, wo dieses Material seine Verwendung gefunden hat. Das war für uns als Firma natürlich ein sehr großer Erfolg. Und obwohl dieses Produkt jetzt gerade erst auf den Markt gekommen ist praktisch, sind wir in der Firma Startex aber schon wieder mit der Weiterentwicklung beschäftigt und arbeiten bereits an dem Folgeprodukt.